Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es für euch meinen Lesemonat aus dem Monat Februar und insgesamt wurden es 12 Titel. 10 davon habe ich in Printform gelesen, eins davon war ein E-Book und eins davon ein reines Hörbuch. Aber ich habe ein, zwei Titel davon natürlich auch wieder zwischendurch bei Haushalt und Co. als Hörbuch gehört. Zum Thema Hörbuch werde ich euch demnächst noch etwas Neues erzählen können, aber jetzt starten wir mit dem Lesemonat und ich würde sagen, wir machen jetzt wieder so, dass ich mit dem E-Book anfange, das ich gelesen habe. Das war nämlich die Andorra-Chroniken im Schatten des Panthers von der lieben Franziska Kamberger. Ihr erinnert euch, ich habe im Januar und im Dezember auch schon ein Buch von ihr gelesen, nämlich ihr Debütroman Acadia Love und den zweiten Band Acadia Fight. Das war im New Adult-Bereich. Jetzt hat sie quasi ihr Fantasy-Debüt auf den Markt gebracht mit dem ersten Band der Andoria-Chroniken. Ich sage auch ständig Andorra-Chroniken. Ich weiß nicht warum. Ich habe letztens im Video auch Andorra-Chroniken gesagt. Es tut mir leid, Franzi. Es heißt Andoria-Chroniken. Aber ich habe letztens ein Video von ihr gesehen. Da hat sie es auch ständig vertauscht. Also von daher geht es nur nicht nur mir so. Aber um was geht es in dem Buch? Es geht um das Land Andoria, wie der Titel auch schon verrät. Dort gab es einen großen Reinheitskrieg, der quasi dafür gesorgt hat, dass Magie im Land verboten ist. Keiner darf Magie wirken und jeder, der auch nur ansatzweise magische Fähigkeiten hat, wird exekutiert. Unsere Protagonistin Malenia hat natürlich magische Kräfte, wie soll es auch anders sein. Doch außer ihrer Familie weiß davon eigentlich keiner. Und das Highlight bei ihr ist ihre beste Freundin, so nenne ich es jetzt mal. Sie hat nämlich eine kleine Panther, oder kleine, große, kleine Pantherdame, die ihr nicht von der Seite weicht, die auch Shadow heißt. Sie begleitet sie wie ein Schatten überall hin und Shadow war auch so ein kleines Highlight für mich, weil man quasi immer ihre Gedanken gehört, gelesen hat und die waren halt immer so super trocken, also sie hat einen sehr, sehr trockenen Humor und haut da manchmal einen Spruch raus. Da habe ich hier auf der Couch gesessen und habe einfach herzlich gelacht. Das hat meine Sidekick-Liebe einfach wieder beflügelt. Das ist einfach so gewesen. Ja, aber eigentlich geht es ja um Malenia. Sie wird von allen Nia genannt. Eines Tages kommen dann Soldaten des Königs ins Dorf und nehmen Nia mit. Sie weiß halt gar nicht, warum, wieso, weshalb. Sie hat natürlich auch Angst, dass irgendjemand hätte davon erfahren hat, dass sie magische Kräfte hat und ihr der Tod blüht. Einer der Soldaten ist Aiden, der als super charmant dargestellt wird. Also ich mochte ihn auch auf Anhieb, aber ich mochte irgendwie auch alle Charaktere irgendwie auf Anhieb. Also die, die man mögen sollte. Franzi hat da irgendwie so ein richtiges Talent für wunderschöne Charaktere zu erschaffen. Ich finde auch Nia ist total liebenswert und empathisch und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen badass und haut dementsprechend ordentlich auf die Kacke, wenn es denn sein muss. Also das war schon sehr, sehr cool. Ich finde auch, dass Franzi im Gegensatz zu ihrer ersten Reihe hier viel mehr, ich sag mal, bildliche Beschreibung mit eingefügt hat, was man bei Fantasy und bei selbst erschaffenen Welten ja auch doch eher nochmal beachten muss. Auch der Weg vom Dorf, in dem Nia gelebt hat, zum König, wird sie halt von Aiden und seinen Soldaten eskortiert. Aber Franzi hat es da wirklich geschafft, dass ich mir den ganzen Weg irgendwie bildlich vorstellen konnte. Ich wusste, wie Andoria aussieht, ich wusste, wie der Pfad aussieht, ich wusste, wie der Baum aussieht, an dem sie vorbeigelaufen ist. Also es war richtig, richtig schön. Und genau das mag ich ja auch an dem Fantasy-Genre. Man hat bei beiden Charakteren auch so eine richtig schöne Entwicklung gesehen. Vorher hatten die beide so eine straighte Weltansicht. Das ist gut, das ist böse, das ist schwarz, das ist weiß. Und je besser die beiden sich kennengelernt haben, desto mehr hat sich das irgendwie vermischt. Und man ist irgendwie auf den Gedanken oder man hat die Gedanken des anderen auch mal selbst durchdacht und hinterfragt. Also ich fand das Buch einfach von vorne bis hinten toll. Es ist jetzt kein High Fantasy und auch nicht Sarah J. Maas und Co. like. Aber es ist eine richtig, richtig schöne Fantasy-Geschichte mit einem
richtig, richtig bösen Cliffhanger. Also da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Das war nicht cool. Ja, aber an und für sich kann ich wirklich an dem Buch gar nichts bemängeln. Ich empfehle es euch aus tiefstem Herzen und ja, freue mich auch schon sehr auf den zweiten Band. Mit dem nächsten Buch bin ich tatsächlich in den Februar gestartet. Sweet at Heart von Robin Neely. Da habe ich ja im Januar schon den ersten Band gelesen und wollte dann eigentlich auch direkt im Anschluss den zweiten lesen, aber da kamen so viele andere gute Bücher dazwischen, dass eben Band 2 jetzt in den Februar gerutscht ist. Wir verbringen wieder unsere Zeit in Honey Springs. Das ist eine kleine Stadt in, ich glaube, Kalifornien. Ja, Kalifornien. Und da dreht sich wirklich alles um Honig. Jedes Geschäft hat auch einen honigbezogenen Namen, außer das Geschäft von Patrick. Und ja, Patrick hat mich sehr, sehr an Luke aus den Gilmore Girls erinnert. Da gab es ja auch mal eine Folge, wo Taylor wollte, dass Luke seinen Laden irgendwie mottomäßig anpasst, nennen wir es mal so. Und Patrick hat mich mit seinem Kontra, das er da die ganze Zeit an den Tag gelegt hat, auch öfters mal daran erinnert. Und dann haben wir natürlich noch Madison. Sie ist quasi die rechte Hand der Bürgermeisterin und sie kann Patrick einfach so gar nicht ausstehen, weil er ihr damals den Laden vor der Nase weggeschnappt hat. Sie hätte dort gern eine Eisdiele eröffnet und dann kam Patrick und hat sich den Laden bei einer Auktion einfach unter den Nagel gerissen, beziehungsweise hat einfach mehr geboten als sie und dementsprechend ging der Laden dann an ihn. Da ist natürlich ein bisschen Eifersucht im Spiel, da ist Neid und Mitgunst im Spiel, aber es wäre ja kein schöner New Adult Roman, wenn die beiden nicht einen Weg finden würden, sich da noch mal so ein bisschen zu entfeinden und sich vielleicht sogar ein bisschen anzunähern. Madison ist natürlich immer noch hinten dran, möchte immer noch diese Eisdiele haben. Sie will um das kämpfen, an dem ihr Herz hängt. Und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Charaktereigenschaft. In dem ganzen Buch geht es halt hauptsächlich um diese Storyline, aber da ist noch so viel drumherum, weil diese Stadt Honey Springs so viele verrückte Gestalten beherbergt. Also es ist ein totales Gilmore Girls Feeling. Es gibt Charaktere, die erinnern mich an Taylor. Es gibt Charaktere, die erinnern mich an Lorelei. Es gibt Charaktere, die erinnern mich an Luke. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Verbindungen. Ich weiß nicht, ob die Autorin damals an die Serie gedacht hat, als sie das Buch geschrieben hat. Aber es kommt mir schon so vor. Ich liebe das persönlich. Aber ich denke auch, es gibt einige, die das vielleicht nicht mögen, dass es zu ähnlich ist. Nichtsdestotrotz ist das Buch sehr, sehr humorvoll, sehr, sehr lustig, sehr, sehr unterhaltsam und ich kann die Dialogie wirklich nur jedem ans Herz legen, weil ja, das ist so richtig schön zum Abschalten und genau das braucht man doch einfach mal zwischendurch. Dann habe ich es nach gefühlt Jahren endlich geschafft, die Tribute von Panem X zu lesen. Ich habe tatsächlich letztens irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, das müsste ich mal noch recherchieren, dass das Buch auch verfilmt werden soll. Also ich werde mit meiner Schwester vermutlich nach London zu der Premiere von Guardians of the Galaxy fliegen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, stand da auf der Liste von Premieren auch die Tribute von Panem. Also da werde ich auf jeden Fall doch mal recherchieren. Das werde ich euch erzählen, wenn es denn soweit ist und wenn ich dann was rausgefunden habe. Aber jetzt soll es ums Buch gehen. Die Tribute von Panem waren damals für mich ja ein richtiges Highlight. Ich liebe diese Reihe, ich liebe die ganze Geschichte, ich liebe die Charaktere, bis auf Gail und Peter. Die beiden, also da konnte ich Katniss absolut gar nicht verstehen, was sie an den beiden gefunden hat. Aber das ist ja nur meine Meinung. Hier geht es aber nicht um Katniss und Gail und Co., sondern es geht um President Snow tatsächlich. Hier erfahren wir nämlich, wie President Snow so geworden ist, wie er nun mal in der Hauptreihe ist. Man lernt ihn eigentlich als ja sehr ehrgeizigen jungen Schüler kennen, der auch viel Empathie gezeigt hat. Also es geht darum, hier sind die 10. Hungerspiele, glaube ich. Genau, die 10. Hungerspiele und die Schüler werden, also die Schüler aus seinem Jahrgang werden dazu aufgefordert, Mentor zu sein und er kriegt das Mädchen aus Distrikt 12. Ist dann natürlich mega angepisst, weil Familie Snow kriegt nur so einen schlechten
Bezirk wie, oder Distrikt wie 12. Er hatte sich erhofft, dass er die Distrikte 1 oder 2 natürlich kriegt. Das Mädchen aus Distrikt 12 ist auch so ein richtig bunter Vogel. Und ich hatte sie auch von Anfang an direkt in mein Herz geschlossen und dachte mir dann so, wie will die Autorin es jetzt schaffen, dass President Snow mit diesem Mädchen in Verbindung tritt und auch Zeit mit ihr verbringt? Weil wir kennen eben diesen President Snow aus der Hauptreihe als Riesendiktator und jetzt, ja, hat man auf einmal Empathie für diesen Menschen und findet ihn toll und fragt sich dann das gesamte Buch über, wann kippt es? Wann kommt dieser Schalter? Warum er plötzlich so anti und pro, also anti-Menschheit und pro Hungerspiele ist? Ich werde euch natürlich nicht verraten, wann der kam, aber es hat mich schon ein bisschen verwundert. Ich bin mit dem Ausgang jetzt nicht so zufrieden gewesen, aber es hat zur Geschichte gepasst. Ich finde die Reihe nach wie vor klasse. Ich bin auch sehr gespannt, wenn das Buch wirklich verfilmt wird. Bin ich die Erste, die im Kino sitzt. Dann habe ich diesen Monat ein Buch gelesen, das mich emotional sehr, sehr berührt hat. Und da habe ich auch den Klappentext gelesen und dachte mir so, wie soll das denn funktionieren? Ich rede von The Moment I Lost You. Hier geht es um Mia, deren bester Freund Brent auf einer Party vor 4 Jahren niedergestochen wurde von Nathan Dawson. Und jetzt, 4 Jahre später, läuft sie diesem plötzlich über den Weg. Und sie wundert sich, warum er nicht mehr im Gefängnis ist. Er wurde wegen guter Führung quasi entlassen. Und auch noch wegen ein paar anderen Punkten, die aber aus Spoilergründen jetzt nicht erwähnt werden dürfen. Und Mia weiß halt gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Es ist der Mann, der ihren besten Freund auf dem Gewissen hat und der darf einfach nach 4 Jahren wieder durch die Straßen spazieren. Ich meine, Nathan hat es natürlich auch nicht einfach, mit dem Stempel Mörder durch diese Kleinstadt zu gehen, wo jeder jeden kennt und Klatsch und Tratsch natürlich ein ganz hohes Maß haben. Eines Abends hilft er Mia dann aus der Klemme und sie macht sich dann natürlich Gedanken, warum tut er das? Und die beiden laufen sich halt ständig wieder über den Weg und sie kriegt auf einmal ein ganz anderes Bild von ihm. Und irgendwann kippt das Ganze halt so, dass sie von sich aus Zeit mit ihm verbringen möchte, was ihr Umfeld natürlich gar nicht verstehen kann. Und ich persönlich fand das sehr, sehr spannend zu sehen, wie eine Beziehung von absolutem Hass auf Freundschaft und dann auf mehr switcht. Also ich habe wirklich das Buch gesuchtet, fand das emotional sehr, sehr ergreifend und kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr mal wirklich was lesen wollt, was euch packt, wo ihr auch vorher denkt, wie soll das funktionieren? Also es ist ja wirklich ein Szenario, das absolut unverständlich ist für logisches Denkvermögen. Es funktioniert. Es funktioniert auch sehr, sehr gut. Und deshalb, weil mir dieses Buch so gut gefallen hat, habe ich auch Band 2 direkt im Anschluss gehört. Da geht es nämlich um Mias anderen Freund Jack, also ein sehr, sehr guter Freund. Den haben wir im Band 1 auch schon kennengelernt. Er war halt heimlich verliebt in Mia. Und nachdem die beiden ihren Abschluss gemacht haben, ist er einfach aus dieser kleinen Stadt weggezogen, um sich seinen Traum vom Fotografieren zu verwirklichen. Er möchte so eine Art Street-Art-Projekt auf die Beine ziehen und stolpert da im Park über eine Künstlerin, die wunderschöne Kreidezeichnungen auf den Boden malt. Also jetzt nicht nur so Strichmännchen, wie ich das machen würde, sondern wirklich so wunderschön. Also die werden auch wunderschön beschrieben. Sie sitzt da ganz oft mit so einem Obdachlosen und der darf entscheiden, was sie denn am heutigen Tag malt. Er sagt immer, der Park ist mein Wohnzimmer, mal mir was Schönes. Und die beiden haben auch eine super, super schöne Freundschaft, würde ich es fast schon nennen. Aria ist auch eine richtig begabte Künstlerin, was man so rausliest. Aber sie möchte nicht, dass ihre Familie und Co. davon erfahren. Das ist ihr Baby. Deshalb sagt sie auch zu Jack, sie möchte bei dem Projekt nicht mitmachen. Sie möchte nicht, dass jemand von diesen Zeichnungen erfährt. Das sagt sie natürlich erst später. Erstmal sagt sie nur, nee, ich möchte nicht mitmachen. Und
eines Tages macht, oder an dem Tag macht er auch irgendwie ein Foto von ihr und sie rastet da komplett aus und sagt, lösch das, ich möchte das nicht. Und der Leser fragt sich natürlich, warum ist das so? Das wird natürlich im Laufe der Geschichte aufgelöst. Jack und Arya treffen sich halt auch wie beim einen schon immer wieder. Sie laufen sich immer wieder über den Weg und lernen sich halt auch immer besser kennen. Dann gibt es natürlich noch eine zweite Storyline und die betrifft Jacks Vergangenheit. Als er, ich glaube, 6 Jahre alt war, war er mit seinem besten Freund und seiner kleinen Schwester und deren Mutter im Park. Sie ist irgendwie nur kurz irgendwo was zu trinken holen gegangen und da wurde die kleine Schwester entführt, also die kleine Schwester seines Freundes. Und da macht er sich halt seit Jahren immer noch Vorwürfe und dieser Punkt wird halt in der Geschichte auch sehr, sehr oft nochmal aufgewirbelt, weil die Mutter eben da nicht locker lässt und ihn damit immer wieder zuspammt und einfach nicht wahrhaben will, dass die Tochter weg ist und wirklich Himmel und Massen in Bewegung setzt, um die Tochter zu finden. Und das zerstört Jack halt einfach, weil sein schlechtes Gewissen immer wieder quasi ausgegraben wird, sobald die Mutter seines besten Freundes anruft. Also das sind so 2 Storystränge, die mich richtig berühren konnten und ich kann euch die Reihe auch wirklich nur empfehlen. Ich sage das jetzt irgendwie bei jedem Buch, ich empfehle es euch, aber ich habe wirklich diesen Monat fast kein Buch gelesen, wo ich nicht die Hand für ins Feuer legen würde, dass das den Leuten, die meinen Geschmack in der Regel teilen, auch gefallen würden. Dann habe ich im Februar beide Teile der Silent Creek Reihe gelesen. The Witches of Silent Creek, Unendliche Macht ist der erste Band und der zweite heißt Zweites Herz. In der Reihe geht es um die Protagonistin Helena. Sie muss nach dem Tod ihrer Mutter nach Silent Creek ziehen. Dort ist ihre Mutter aufgewachsen und sie zieht dann quasi zu ihrem Großvater, den sie eigentlich gar nicht richtig kennt und er kommt auch nicht besonders sympathisch rüber. Dort läuft sie dem männlichen Protagonisten Tyrell Burnett über den Weg. Und er ist halt so ein sehr, sehr ruppiger, unfreundlicher Typ, der sie aber total fasziniert, wie das eben ist. Es ist so ein bisschen eine Good Girl, Bad Boy Story. Das ist ja immer so 50-50, ob man das mag oder nicht. In dem Fall hat es für mich ganz gut funktioniert, weil Hell nicht so naiv verliebt war und Tyrell aber nicht gesagt hat, ich bin böse, aber gut zu ihr war, sondern sie halt auch arschig behandelt hat. Warum sie sich trotzdem verliebt hat, sei mal dahingestellt. Es geht sehr, sehr viel auch um die Familie der Burnetts, die wirklich total crazy ist. Also ja, ich wollte in dieser Familie nicht hineingeboren worden sein. Er hat eine verrückte Cousine, seine Großmutter hat den absoluten Dachschaden. Die würde sehr, sehr gut zu den 13 aus Throne of Glass passen. Also die wäre so eine richtige böse Großmutter-Anführerin geworden. Ja, es geht sehr viel um düstere Magie. Also es ist jetzt keine süße, niedliche Hexengeschichte. Es ist wirklich sehr, sehr düster im Allgemeinen. Helenas Mutter hatte halt einen sehr, sehr schlechten Ruf in der ganzen Stadt. Deshalb kriegt sie halt auch immer sehr viel Negativität ab, kriegt das zu spüren. Es wird behauptet, dass ihre Mutter die unendliche Macht gestohlen hat und deshalb aus Silent Creek geflüchtet ist. Helena versucht natürlich dahinter zu kommen, was da damals geschehen ist. Ayla hat da wieder so viele Plot-Twists eingebaut, wo ich mir dachte, okay, das da hast du jetzt wirklich nicht kommen sehen. Andere Sachen wiederum waren für mich irgendwie schon von Anfang an klar und da habe ich nicht verstanden, warum sie da so ein Geheimnis drum gemacht hat, weil für mich war das obviously wirklich, das ist so. Warum muss man das nochmal extra erwähnen? Insgesamt würde ich auch empfehlen, dass man das Buch liest, weil es wirklich sehr, sehr viele Charaktere beinhaltet. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich das Hörbuch höre, dann gibt es einen männlichen Sprecher und einen weiblichen Sprecher. Ich weiß dann halt nie, wer ist. Und beim Lesen hast du da irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl für. Das war ja auch bei der Aurora-Reihe so mit 6 Protagonisten, wo ich beim Hörbuch total verwirrt war, wer das jetzt ist und total die Probleme hatte,
jedem Charakter seine Eigenschaften und seine Probleme und seine Background-Story zuzuordnen. Deshalb meine Empfehlung, lieber lesen als hören. Ich habe tatsächlich auch nur Band 1 in physischer Form. Den zweiten habe ich als E-Book gelesen, beziehungsweise ich hatte halt angefangen, das Hörbuch zu hören, bin damit gar nicht klargekommen und habe mir dann das E-Book gekauft, weil ich mir dachte, komm, musst du jetzt nicht extra für in die Stadt. Aber nach dem Ende wollte ich halt wissen, wie es weitergeht. Und ja, dann habe ich eben zum E-Book gegriffen. Auch wenn wahrscheinlich das Print noch einziehen wird, weil dieses Cover einfach absolut wunderschön ist. Und wenn ich ein Hexenbuch schreiben würde, was ich momentan tue, wäre das auch genau ein Cover gewesen, das ich mir ausgesucht hätte. Wie ihr in meinen Neuzugängen gesehen habt, durfte auch das neue Buch von Annabel Steel und Nicole Böhm bei mir einziehen. Ich musste es auch direkt lesen, weil es einfach ein Thema beinhaltet, das mich persönlich sehr, sehr interessiert, nämlich Influencer. Ich bin ja so ein kleines Promi-Flash-Opfer. Ich liebe es ja, Klatsch und Tratsch von Promis zu lesen. Und ich bin ja in der Buchbubble auch so eine Art Influencer, auch wenn ich das jetzt eher Bookfluencer nennen würde. Aber ja, deshalb hat mich die Story direkt oder die Klappentext direkt angesprochen. Wir begleiten vier Protagonisten. Das sind einmal Shay und Tyler. Sie sind beste Freunde und Shays Onkel gehört diese Influencer-Agentur, also diese Social-Media-Agentur. Das weiß nur keiner. Sie möchte eben nicht, dass es heißt, ja, die ist nur hier wegen ihrem Onkel und ach, die kann ja nichts, sondern sie will halt einfach sich selbst beweisen und nicht quasi mit Vitamin B in diese Firma starten. Ihr bester Freund Tyler hatte einen sehr, sehr guten Job, ist aber ihr zuliebe dort weggegangen, um mit ihr nach New York zu gehen. Also die sind wirklich sehr, sehr close, werden auch hin und wieder für ein Pärchen gehalten, aber dem ist nicht so. Dann haben wir noch die Fotografin Evie, die aus Deutschland kommt. Da gibt es auch einen lustigen Storystrang, da habe ich auch mit meiner Evie drüber diskutiert. Sie sagte halt, ja, die kommt nur mit einem Touristenvisum ins Land, weil sie es halt einfach nicht besser wusste und muss sich jetzt auf die Schnelle irgendwie noch ein Arbeitsvisum in den USA besorgen. Und das ist sehr, sehr kompliziert, wie man im Laufe des Buches auch erfährt. Und meine Evie meinte dann zu mir, ja, aber das ist viel zu weit hergeholt, das weiß man doch. Und dann sagte ich nur zu ihr, du warst schon 85.000 Mal in den USA, du kennst dich da ein bisschen aus. Ich persönlich wüsste noch nicht mal, was für ein Visum genau ich oder wo ich so ein Touristenvisum beantragen müsste. Aber ich muss auch sagen, ich wäre jemand, wenn ich irgendwo hinfahre, ich bin ein Planer und Organisierer. Ich würde mich da zu Tode organisieren und planen, dass wirklich alles perfekt ist, sagte die Frau, die einen Tag vor Abreise vergessen hat, ihrer Tochter einen Personalausweis zu beantragen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann haben wir noch die vierte im Bunde, Ariana. Die hat mich besonders begeistert. Sie versucht wirklich in der Karriereleiter immer oder auf der Karriereleiter immer weiter hochzusteigen und ist auch in ihrer Firma sehr, sehr angesehen, weil sie sehr strukturiert ist, sehr orientiert ist, ehrgeizig ist. Aber in ihrem Privatleben ist da halt der Knackpunkt. Ihr Partner ist sehr, sehr toxisch und hat mir auch das ein oder andere Mal wirklich so eine Krawatte beschert, wo ich mir dachte, Mädchen, du bist so stark und so powerful. Warum lässt du dir das von dieser Kackbratze gefallen? Ohne Witz. Ja, das sind eben so die vier mit ihren Problemchen und ihrem Alltag, den sie bewältigen müssen. Und irgendwie war die Geschichte richtig schön, alle vier zu beobachten und mit allen vier mitzufiebern und zu sehen, wie sie auch als Team zusammenwachsen. Vorher waren es halt einfach zwei Freunde und die und irgendwie würfelt man sie plötzlich zusammen und sie mögen sich und wachsen zusammen und es ist einfach richtig, richtig schön und das Buch war auch richtig, richtig toll und ich freue mich auch schon auf den zweiten Band. Kommen wir jetzt zum Monatshighlight aus dem Monat Februar für mich. Court of Sun. Ich liebe dieses Buch. Nicht nur wegen diesem unfassbar schönen Farbschnitt. Nein, ich liebe dieses Buch abgöttisch, weil mir die Geschichte sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Wir begleiten hier Abriella. Sie wird als Diebin bezeichnet, aber eigentlich
stiehlt sie nur, um ihre Schwester und sich quasi überrunden zu halten. Ihre Mutter ist damals weggegangen, um mit einem Fey-Mann glücklich zu werden, hat quasi ihre Töchter verlassen und bei ihrer Tante zurückgelassen, die aber ja eher so Cinderella-mäßig ihre Nichten behandelt. Also es gibt dann auch quasi so eine Art Stiefschwestern, also sind Cousinen, sind böse, die zwei bösen Cousinen, und sie müssen halt dort leben und müssen bei ihrer Tante eben sowas, ich nenne es mal wie eine Art Miete bezahlen, und wenn sie das nicht zusammenkriegen, das Geld, dann wird der Zins höher und sie sind richtig verschuldet und müssen da einfach ja immer um ihr Leben bangen und immer schauen, dass sie den nächsten Monat noch irgendwie erleben. Eines Abends bricht sie in die Stadtvilla eines höher angesehenen Menschen in der Gesellschaft ein und stiehlt dort hinter einer magischen Barriere Dinge. Sie kann nämlich auch magische Barrieren umgehen. Also sie ist eine sehr, sehr gute Diebin. Sie weiß schon, wie sie es anstellt. Aber obwohl sie so viel stiehlt, kann sie es nicht für sich verwenden, sondern gibt es einer guten Freundin, die halt noch schlimmer dran ist als sie. Und dementsprechend kann sie ihre Miete eben auch nicht bezahlen. Und ihre Tante geht daraufhin hin und verkauft ihre Schwester. Und das Ganze tritt eine Geschichte los, die für mich einfach wunderschön war. Abriella muss ins Reich der Fae flüchten quasi, weil dieses hohe Mitglied der Gesellschaft natürlich rausgefunden hat, dass sie hinter dem Diebstahl steckt. Und sie flüchtet dann ins Reich der Fae und ja, lernt dort zwei Fae-Prinzen kennen, die um ihre Gunst buhlen. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Und natürlich geht es auch viel um die Familiengeschichte und warum ihre Mutter sie verlassen hat und. Also es ist wirklich ein riesengroßes Tohuwabohu der Emotionen. Ich habe das Buch tatsächlich, muss ich jetzt sagen, ohne dass mich jemand steinigt, den ersten Band jetzt besser gefunden als den ersten Band von Reich der Sieben Höfe. Also es macht dem Ganzen schon arg Konkurrenz. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt sehr, 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 sehr arg drauf, dass Court of Moon, also der zweite Band der Trilogie, herauskommt. Ich glaube, das kommt im Juni. Ja, ich zähle die Tage. Dann habe ich im Februar auch die Golden Oaks-Reihe von Maren Vivien Hase gelesen. Ihr wisst ja, dass ich nicht der größte Fan der Autorin bin, aber ich bin durch einen Zufall an den zweiten Band gekommen, und dann hat eine liebe Freundin zu mir gesagt, ja, du kannst sie zwar unabhängig voneinander lesen, aber du solltest halt schon vorher den hier lesen, rein für deinen Monk und fürs Verständnis. Und dann hat sie mir ihr Buch geschenkt, das ist sogar mit Farbschnitt. Sie ist nämlich so ein Mensch, sie kauft ein Buch, liest ein Buch und dann verschenkt sie es, verkauft es, whatever, dann zieht das Buch einfach wieder aus. Ich glaube, sie hat in ihrem Regal 10 Bücher stehen, weil die ihr besonders gut gefallen haben und die sie vielleicht irgendwann nochmal liest. Aber ja, alles, was, sag ich mal, nur normal war, Unterhaltungslektüre, das zieht direkt wieder aus. In der Reihe geht es um Traumata, würde ich jetzt mal sagen. Also hier begleiten wir Tatum, die quasi nur entspannt ist, wenn Stille um sie herrscht. Sie kann mit Lärm gar nicht umgehen, kriegt da auch richtig Panikattacken. Und hier geht es um Frankie, die quasi Angst vor der Dunkelheit hat. Also hier Angst vor Lärm, Angst vor Dunkelheit. Und insgesamt kann man einfach sagen, dass die ganzen Bücher davon handeln, wie die beiden quasi ihre Angst vor Lärm oder der Dunkelheit überwinden, mit verschiedenen Mitteln. Also sie haben da auch immer einen männlichen Protagonisten an der Seite. Hier ist es Dash Adams, der quasi Bandmitglied einer Rockband ist. Und hier steht auch, je dröhnender die Musik in seinen Ohren, desto besser. Und Frankie ist ja da das komplette, Tatum ist da genau das komplette Gegenteil. Aber Gegensätze ziehen sich ja in der Regel auch gerne mal an. Und hier ist es Tyler Montgomery, der ihr quasi so ein bisschen hilft, mit der Angst
vor der Dunkelheit umzugehen. Insgesamt finde ich die Thematik richtig, richtig schön. Das Thema habe ich auch so noch nie irgendwo richtig gelesen. Also dass wirklich in der ganzen Reihe so wirklich darauf aufgebaut, dass eine ganze Reihe darauf aufgebaut ist, dass man sich vor irgendwas fürchtet, was halt so wirklich alltäglich ist wie Dunkelheit oder halt Lärm. Ich selbst gehe es auch nicht in den Keller, wenn es dunkel ist. Und ich meine, ich wohne hier. Das ist jetzt nichts, wo man sich eigentlich als logisch denkender Mensch davor fürchten müsste, aber ich mag die Dunkelheit auch nicht. Deshalb hat mir der zweite Band auch ein bisschen besser gefallen. Aber es wird einfach nicht meine liebste Autorin werden. Aber das ist auch okay so. Last but not least habe ich den fünften Band der New Hope-Reihe gelesen. New Hope, das Leuchten der Träume von der lieben Rose Bloom. Hier geht es um Lou. Sie betreibt einen Foodblog und liebt es da auch, neue Dinge zu kreieren und zu erschaffen. Und es hat richtig Spaß gemacht, ihr jedes Mal dabei zuzusehen, wie sie etwas Neues erschafft und etwas Neues kreiert. Und ich hätte eigentlich die ganze Zeit über mit Magenknurren hier sitzen müssen, weil die Sachen, die sie da gezaubert hat, einfach sich so lecker angehört haben. Sie arbeitet auch im Restaurant ihres besten Freundes Curtis. Und eines Tages muss ihre Wohnung renoviert werden und Curtis bietet ihr natürlich an, dann so lange bei ihr zu leben. Also sie sind nicht nur Chef und Angestellte, sondern auch einfach beste Freunde und es ist so eine richtig schöne From Friends to Lovers Geschichte. Ich liebe sowas ja sehr. Kommt ja direkt hinter Enemies to Lovers. Die beiden kleben dann halt jetzt 24/7 aufeinander. Nicht nur bei der Arbeit wie sonst, sondern dann eben auch daheim. Und irgendwie machen sich dann bei Lou so ein paar Gefühle bemerkbar, die sie vorher nicht für ihn gefühlt hat. Und natürlich ist dann wieder die große Frage, traut man sich zu seinen Gefühlen zu stehen, mit der möglichen Konsequenz, dass die Freundschaft kaputt geht? Oder verschweigt man seine Gefühle und rettet die Freundschaft? Also darauf ist das ganze Buch so ein bisschen aufgebaut. Natürlich hat Lou noch eine Vergangenheit, die sie niemandem anvertraut hat, nicht mal Curtis. Und ja, der Grund, warum sie eben nach New Hope gezogen ist, den möchte sie eben niemandem verraten. Aber es wäre ja keine Geschichte, die man erzählen muss, die man aufbauen muss mit Spannung und Drama und allem drum und dran, wenn sie denn dann nicht irgendwann davon eingeholt werden wird. Ich finde es schade, dass die Reihe mit Band 5 jetzt auch zu Ende ist. Also ich mag ja dieses Kleinstadt-Setting, wo jeder jeden kennt und jeder Band quasi von einem anderen Pärchen erzählt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich die Reihe mit New Beginning und Co., also mit der Green Valley-Reihe, vergleichen lässt. Aber dort ist es halt auch dieses Kleinstadt-Setting und man lernt halt die ganze Clique kennen und es ist einfach schön und so ein bisschen Green Valley-Feeling kam hier beim Lesen auch auf. Ja, schade, dass es jetzt der letzte Teil ist. Jetzt hoffen wir einfach, dass bald ein neuer Green Valley-Teil erscheint. Ihr Lieben, das war mein Lesemonat aus dem Monat Februar. Es war doch ein recht bunter Mix an Büchern, an Genre, an Gefühlen, an Emotionen etc. etc. Ich höre jetzt auf zu quasseln. Das Video wird auch schon wieder elendslang. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, ihr genießt den Sonnenschein. Zumindest scheint bei uns die Sonne. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!